Also das ganz Besondere hier ist natürlich die tolle Dorfgemeinschaft, die wir hier haben. Und natürlich ganz herausragend, mehr als herausragend sogar, unser Schützenverein mit dieser tollen Jugendarbeit, die hier geleistet wird. Also besonders Freude macht es mir, wenn unsere Kids auf Wettkämpfe fahren tatsächlich und auch mit ihrem Spaß, den sie beim Schießen haben, Erfolg haben. Eben ohne Druck, sondern einfach mit Spaß an der Freude und einem großen Verein und einem großen Dorf hinter uns, was uns komplett unterstützt. Also eigentlich bin ich schon seit meiner Geburt in dem Schützenverein, aber so richtig mit Sportschießen habe ich, seitdem ich 5 bin, angefangen. Da habe ich meine ersten Landesmeisterschaften absolviert und auch mit dem ersten Platz belegt. Nochmal einen Blick drauf werfen vielleicht. Elektro neu, Kabel, über 200 Meter Kabel verlegt bis nach hinten in die Scheiben. Und jetzt sind wir mit durch. Das ist der letzte Akt gewesen. Und wir haben viele junge Leute. Das sieht man auch daran, dass wir zurzeit sehr viele junge Frauen haben und auch Familien haben, die jetzt auch Kinder gekriegt haben. Wir haben jetzt vor knapp 3 Wochen den jüngsten Zuwachs in Vierde erlebt. Und von daher, wir sind tatsächlich ein junger Ort, sage ich mal, der wirklich auch was zu bieten hat für die jungen Leute. Unser Traumhaus, kann man nicht anders sagen. Ja, es ist echt so Bauerngarten. Doch, hier darf viel wachsen. Wir sind richtig gut vernetzt, auch wirklich viele Paare in unserem Alter, auch mit Kindern im Alter von unseren Kindern. Und ich bin zugezogen, aber super aufgenommen, super angekommen. Sehr glücklich. Natürlich auch unser neues Highlight, die Straußenfarm, die mit dazugehört. Jeden Tag von 10 bis 20 Uhr ist die Farm zu belaufen, ohne irgendwie Geld zu bezahlen oder sonst irgendwas. Das ist einfach ja, Aufklärungsarbeit. Was kann die Landwirtschaft, die neue Landwirtschaft? Und halt für unsere kleinen Kinder und Nachkömmlinge ist es halt auch sehr wichtig, was bedeutet Lebensmittel. Wir waren auch schon in Afrika und sind auf einem geritten. Naja, Herausforderungen, sage ich mal, gibt es ja immer eine ganze Menge. Wir haben ja die Herausforderung auch gerade, ist es natürlich auch, was ja großpolitisches Thema ist, ist auch für so ein kleines Dorf der Klimawandel. Wir packen vorne die nachwachsenden Rohstoffe rein. Und was am Ende überbleibt, wenn die Bakterien das aufgefressen haben, ist ein hochwertiger Dünger, den wir dann wieder für die Düngung der nachwachsenden Rohstoffe nutzen können. Das heißt, es ist ein Kreislauf. So, wir wollen etwas insektenfreundlicher werden hier auch natürlich. Ja. Und man sieht es auch, unsere Landwirte ziehen mit, wenn man sich mal einige Felder anguckt, wo auch Blühlandschaften entstehen, ja, also wo auch dann nachhaltig gearbeitet wird. Das muss man auch mal sagen. Und das ist in so einem Dorf auch ganz wichtig. Wir haben auch den wunderbaren Campingplatz Böhmeschlucht nicht zu vergessen. So, dann machen wir mal einen Platzrundgang und dann wollen wir mal in die Böhmeschlucht gucken. Also in den letzten Jahren, der Krautwuchs in der Böhme immer stärker geworden ist. Also die warmen Sommer wirken sich hier überall aus, dass hier Froschlöffel sind. Mal den Schmetterlingen zugucken, alles was da kreucht und fleucht. Und hier wird der Uferbereich erst gemäht, wenn auch wirklich alles ausgeblüht hat. Ja, mit dem Campingplatz sind wir ja hier im Eco-Camping-Verein engagiert. Das ist eine Qualitäts- und Umweltmanagement und das wollen wir ja auch leben. Und dadurch sind auch die Teiche jetzt naturbelassen. Sieht für jeden Mann anders aus, ist nicht der große, schöne, saubere Wasserfläche, aber belebt. Und das sind schon wirklich herausragende Dinge, die wir hier im Vierde zu bieten haben.